Hallo Leute, heute hier am Kirnbergsee mit meiner hübschen Tochter zusammen, mit der Aileen, die habe ich heute dabei. Hier mit meinem Duster, ist zwar kein Lambo, weil alle YouTuber haben jetzt ein Lambo, ich noch nicht. Ne, ich will auch keinen, ich bin echt zufrieden mit meinem Duster. Ja, das ist aber nicht das Thema heute. Heute ist das Thema, dass ich mir ein Terrarium baue und meine Tochter mir dabei hilft. Ich habe die Idee von Nils Langenbacher, heißt er. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Ich habe das letztens gesehen und ich fand das eine Bombenidee und habe gedacht, ja, das muss ich mal nachbauen. So, wie ihr vorhin gesehen habt, habe ich jetzt ein bisschen mittelgroße Steine am See hier beim Kirnbergsee gesammelt. Das wird das Fundament von meinem Terrarium, praktisch die unterste Stufe. Jetzt brauchen wir ein bisschen Erde. Dazu laufe ich mit meiner Tochter noch mal ein Stückchen weiter und ja, melde mich dann gleich wieder. Dass ich was mit der Wurzel rauskriege. Ja. So, hier, wie ihr sehen könnt, mit der Wurzel zusammen. Bisschen mehr Wasser rein. Ja, sowas, ne? So, das machen wir auch rein. Wir brauchen ja auch ein bisschen Erde. Ich habe eine Tüte in der Tasche. Dann machen wir das mal da rein. Eine Pflanze haben wir. Die Steine haben wir. Jetzt fehlt definitiv noch ein Stück Holz, Moos und Erde. Und ja, was macht man nicht alles für ein eigenes Terrarium? Ich drehe mal die Kamera um. Da muss ich durch. Hier muss ich durch. Und bis darüber. Mal schauen. In der Hoffnung, dass ich da was finde. Brauchen wir mal. Wieder ein bisschen Moos. So Leute, wie ihr sehen könnt, hier relativ viel Erde zu meiner Pflanze da rein. Und jetzt geht's ab nach Hause. Aber irgendwo muss ich meine Hände waschen, sonst kann ich das Auto nicht mehr fahren. Schaut mal, wie ich aussehe. Ich Drecksau. Ja Leute, meine Tochter und ich haben es geschafft. Unser Terrarium ist fertig. Ja, es ist ein geschlossenes Ökosystem. Und ich möchte mich nochmal bei dir bedanken. Du hast wirklich super geholfen. War wirklich mit Begeisterung dabei. Jetzt drehe ich mal gleich die Kamera um, damit ihr sehen könnt, wie jetzt das vorerstige Ergebnis ist. Ich werde da noch ein bisschen was verändern. Aber jetzt momentan sieht es genau so hier aus. So sieht das aus, Leute. Hier in unser Terrarium, hier auf meinem Schreibtisch. Ich gehe mal runter und gezahlt habe ich wirklich nur für das Glas ein paar Euro und für dieses Insektengitter, was die Steine und die Erde hier abtrennt. Ansonsten alles frei in der Natur. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Dann könnt ihr sehen, wie mein Arbeitsplatz aussieht. Wirklich nicht schlecht, hier an meinem Windows-Rechner und ein Stückchen Natur mitten auf dem Tisch. Ja, das sieht doch prima aus. Und das alles hier, nur für die Technikinteressierten unter euch, habe ich gedreht mit der Sony Alpha 6400 und dem Starter-Kit-Objektiv 16 bis 50 mm. Also so, wie ich es gekauft habe, kein anderes Objektiv. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Kommentar oder ein Like. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss. Tschüss.